Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Unterrichtsmethoden kennen, die Herbert in seiner allgemeinen Pädagogik entwickelt hat, um die Bildung der gleichschwebenden Vielseitigkeit des Interesses und der Charakterstärke der Sittlichkeit zu fördern und so die Realisierung der inneren Freiheit anzuregen. Dabei wird hier, wie auch an anderen Stellen, deutlich, dass Herbert eine systematische Pädagogik entwickelt hat, in der die einzelnen Aspekte systematisch so aufeinander bezogen, das heißt relationiert werden, dass sie sich nicht widersprechen. Herbert nennt vor dem Hintergrund seiner Bestimmungen der Bildsamkeit des Zöglings, des pädagogischen Takts und der Notwendigkeit einer ästhetischen Erziehung erstens Regierung und Aufsicht, zweitens den erziehenden Unterricht und drittens die Zucht als pädagogische Methoden. Alle drei Methoden, Regierung und Aufsicht, Unterricht und die Zucht, arbeitet er genauer aus. Die Regierung, der erziehende Unterricht und die Zucht erfüllen jeweils eine eigene Funktion, sind aber in der konkreten Unterrichtssituation gleichzeitig zu bedenken und orientieren so den pädagogischen Takt der Lernenden. Dabei setzt Herbert, ähnlich wie Kant, die körperliche Versorgung voraus, die sich nach Herbert zwischen Verweichlichung und gefährlicher Abhärtung bewegen soll. Dabei ist, und das zieht sich durch Herberts Methodenkonzeption durch, die individuelle Konstitution zu berücksichtigen. In der Regierung geht es darum, die Kinder zu beschäftigen, ohne dass damit schon eine Bildungsabsicht verbunden ist. Herbert zieht allerdings Aufgaben dem Spiel vor. Dabei ist Aufsicht erforderlich, also Verbote und Gebote. Dabei fordert Herbert eine maßvolle Aufsicht. Das schließt die Buchführung über Vergehen und körperliche Züchtigungen ein. Letztere aber klar als letzte Notmaßnahme. Autorität und Liebe als Methoden zieht Herbert durchaus vor. Die Regierung der Kinder ist dabei im Laufe der Zeit zurückzunehmen. Der Unterricht ist nun ein Sonderfall der Regierung und soll, wie die Zucht, für die Zukunft wirken. Es geht darum, das Individuum in Bezug zur kulturellen Überlieferung zu bringen. Herbert legt dem Unterricht eine pädagogische Diagnostik und eine Entwicklungspädagogik zugrunde. Für eine Diagnostik müssen die einzelnen Lernenden im Unterricht und in den Pausen genau beobachtet werden. Dabei geht es darum, den, wie Herbert schreibt, Rhythmus der geistigen Bewegung und das bereits vorhandene Wissen zu erkennen. Diese Beobachtungen sollen dann dazu verwendet werden, den erziehenden Unterricht möglichst ohne Sprünge einzurichten und an das vorhandene Wissen und die Fähigkeiten der Lernenden geeignet anzuschließen, um die gleichschwebende Vielseitigkeit des Interesses und die Charakterstärke der Sittlichkeit zu fördern. Die Methode für die Vielseitigkeit ist der Weg von der Einseitigkeit zur Vielseitigkeit. Die Einseitigkeit meint die Auseinandersetzung mit dem einzelnen Gegenstand. Die einzelnen klaren Vorstellungen vom Gegenstand, das heißt die einzelnen Merkmale des Gegenstandes, muss der Lernende sich zunächst bewusst machen. Die erste Stufe ist daher die der Klarheit. Diese Merkmale müssen dann miteinander verbunden werden. Dies ist die zweite Stufe, die Assoziation. Nachdem der Gegenstand in den ersten beiden Stufen wahrgenommen worden ist, geht es nun darum, ein Selbstverhältnis zum Gelernten aufzubauen. Das geschieht zunächst durch eine Systematisierung, die auf die Assoziationen aufbaut. Mit System ist dabei gemeint, dass die Lernenden dazu in der Lage sind, sich durch die Gedanken zu bewegen. Das Prinzip der Bewegung des Systems, die Methode, muss reflektiert werden, um erstens methodische Offenheit zu erreichen, also auch andere Systeme anerkennen zu können, und zweitens das eigene Urteil zu schärfen, das erst mit Bezug auf System und Methode vernünftig wird. Während mit der Vielseitigkeit die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand im Mittelpunkt steht, geht es mit dem Interesse um die Teilnahme an Menschheit und Gesellschaft. Die Stufen, die Herbert hier nennt, sind das Merken, das Erwarten, das Fordern und das Handeln. Diese sind neben den eben genannten, Stufen zugeordnet. Das Merken wird der Klarheit zugeordnet. Wenn das Gemerkte sich mit anderem verbindet, also assoziiert wird, ist unklar, wie das Wirkliche sich entwickeln wird. Es entstehen also Erwartungen. Diese werden durch das auf das System bezogene Fordern des Gegenstandes zu Begehren, das dann wieder zur Handlung wird, die von Herbert als Vollzug der Entschließung des Charakters verstanden werden. Eine Form von Handlung, gerade bei Kindern, ist das Versuchen.
Das Ziel der Charakterstärke der Sittlichkeit ist die Zucht. Das ist nicht als Züchtigung von außen gedacht. Es geht vielmehr um Selbsterziehung und damit um Selbstbestimmung. Und eine Selbstbestimmung erfordert eben Zucht im Sinne einer Selbstbeherrschung. Die Methode, die Herbert hier entwickelt, berücksichtigt auch die moralische Entwicklung von Kindern. Die zentrale Methode ist hier die Reflexion. Diese kann entweder so erfolgen, dass andere das Handeln beurteilen, das nennt Herbert haltende Zucht, oder so, dass zur eigenen Beurteilung des Handelns aufgefordert wird, was Herbert als bestimmende Zucht bezeichnet. Wenn damit eine Anerkennung der Entscheidungen der Heranwachsenden einhergeht, dann kann regelnde und unterstützende Zucht entstehen. Als didaktische Prinzipien, die diese Methoden ergänzen, nennt Herbert die Stärke des sinnlichen Eindrucks, die Schonung der Empfänglichkeit, die Vermeidung des schädlichen Gegensatzes und das Abwarten des wiederhergestellten Gleichgewichts. Für die Stärke des sinnlichen Eindrucks ist ein mittleres Maß zu suchen, wobei die unmittelbare Erfahrung der Abbildung und diese wieder der Beschreibung vorzuziehen ist. Die Schonung der Empfänglichkeit bezieht sich vor allem auf das Tempo, das nicht zu hoch sein darf, damit die Verbindung mit dem schon Bekannten gelingen kann. Ähnliches gilt für den schädlichen Gegensatz. Wenn das zu Lernende im Gegensatz zum Gewussten gerät, kann das Neue nicht gelernt werden. Das Abwarten des wiederhergestellten Gleichgewichts bezieht sich auf geeignete Pausen und den Fortschritt im Stoff. Diese Prinzipien und die zur Umsetzung der Prinzipien von Herbert vorgeschlagenen Methoden dienen dazu, die Aufmerksamkeit zu sichern, um so, wie Herbert schreibt, einen Zuwachs des vorhandenen Vorstellens, Zitat Ende, zu erlangen. Das ist aber nichts anderes als Lernen. Dabei hält Herbert die erzwungene Aufmerksamkeit für eher witzlos. Ihm geht es um die willkürliche Herbeiführung unwillkürlicher Aufmerksamkeit. Unwillkürliche Aufmerksamkeit willkürlich herbeizuführen, ist letztlich eine Kunst, der die von Herbert entwickelten Methoden so als Werkzeug dienen wie der Künstlerin der Pinsel. Herbert nennt als drei zentrale Methoden Regierung und Aufsicht, erziehende Unterricht und Zucht. Als Methoden der Regierung und Aufsicht nennt er die Buchführung über Vergehen, die körperliche Züchtigung, die Autorität und die Liebe. Als Methoden des Unterrichts nennt er Klarheit, Assoziation, System und Methode, denen Merken, Erwartungen, Begehrungen und Handlungen zugeordnet werden. Mit diesen Methoden kann die gleichschwebende Vielseitigkeit des Interesses gefördert werden. Für die Charakterstärke der Sittlichkeit entwickelt Herbert unterstützende, regelnde, bestimmende und haltende Zucht als Methoden. Die Methoden ergänzt Herbert mit didaktischen Prinzipien. Die didaktischen Prinzipien sind die Stärke des sinnlichen Eindrucks, die Schonung der Empfänglichkeit, die Vermeidung des schädlichen Gegensatzes und das Abwarten des wiederhergestellten Gleichgewichts. Herbert entwickelt ein komplexes methodisches System. Dieses methodische System ist nicht auf eine starre Anwendung ausgerichtet. Es geht Herbert nicht darum, Lehrerinnen und Lehrern vorzuschreiben, wie optimal zu unterrichten ist. Es geht vielmehr darum, den pädagogischen Takt zu orientieren. Damit berücksichtigt Herbert nicht nur die Freiheit der Lernenden als Ziel, sondern auch die Freiheit der Lehrenden. Um das zu erreichen, entwickelt Herbert Begriffe, mit denen der eigene Unterricht verstanden und orientiert werden kann. Damit ist nicht gesagt, dass die Lehrerinnen und Lehrer letztlich unterrichten sollen, wie sie wollen. Es geht darum, die Tugend zu fördern. In dem Umstand, dass Herbert immer wieder einmal dem Nützlichen den Vorzug vor dem Spielerischen gibt und auch die Aufgaben der mitgemeinten Familienerziehung so beschreibt, dass die fürsorgliche Liebe eher der Mutter, die Autorität dagegen eher beim Vater verordnet wird, zeigt sich der Zeitgeist. Während etwa die Orientierung am Nützlichen heute oft als Nutzbarmachung des Menschen im Interesse des Staates erscheint, war damit von Herbert eine fortschrittliche Emanzipation aus den ständestaatlichen Strukturen intendiert. Dazu, und das macht Herbert aktuell, genügt es aber nicht, bei der Erwerbsarbeit stehen zu bleiben. Das Ziel ist letztlich die Erziehung zur Freiheit. Und diesem Ziel hat das nützliche Wissen zu dienen.